Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Robosignale, wie eine Vermögensverwaltung automatisch handeln. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich ebenfalls, dass David Warney heute wieder für uns die Zeit gefunden hat, diese Veranstaltung entsprechend hier mit mir zu machen. Bevor ich an den Bildschirm übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, lieber David, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Über das Spiel gestern reden wir erst gar nicht Ich und weiß gar nicht, starten. was du meinst. Genau. Legen dann direkt los. Perfekt, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Ja, FX Flat ist zu sehen. Super, perfekt. Ja, vielen Dank für deine wunderbare Einleitung und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist David Warney und ja, ich habe heute wieder die Ehre, die nächsten Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen. Ursprünglich geplant hatten wir eigentlich gestern, aber gestern war, ich weiß nicht was, zeitlich ein bisschen unpassend, gestern um 18 Uhr zu starten. Von daher ist es, glaube ich, für uns alle besser, dass wir ja jetzt hier zusammensitzen und mal wieder über unser Lieblingsthema reden, und zwar dem automatisierten Börsenhandel. Trading ist für Sie alle kein Neuland, nehme ich mal an. Wahrscheinlich haben Sie schon alle ein Konto bei FXBet, ob live oder Demo, spielt erstmal gar keine Rolle. Und wir wollen heute so einen kleinen Crashkurs wieder starten und einfach mal schauen, wie machen es denn eigentlich Vermögensverwaltungen, und zwar nicht manuell, sondern automatisiert. Das heißt, wie können auch wir oder besser gesagt Sie da draußen, ohne gleich eine Firma zu gründen, Mitarbeiter einzustellen und eine große Infrastruktur aufzubauen, wie können Sie automatisiert so agieren, wie es die Vermögensverwaltung auch machen? Und wenn wir ehrlich sind, sogar noch einen großen Schritt besser als die meisten Vermögensverwaltungen. Ich selbst habe damals auch in einer Vermögensverwaltung gearbeitet. Auch natürlich nicht in einer, die manuell handelt, sondern passend zum heutigen Thema auch in einer, die ausschließlich automatisiert gehandelt hat. Das heißt, wir haben ausschließlich damals das Kapital der Firma gehandelt. Das heißt, wir haben keine Kundengelder verwaltet, sondern wirklich Eigenkapital. Und das halt auch komplett automatisiert. Das heißt, das Thema, worüber ich oder wir besser gesagt heute hier reden, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie aus einem Buch angeeignet oder habe mir zwei Videokurse angeguckt und bin jetzt der selbsternannte Experte, sondern ich selbst habe halt 8 Jahre in der Vermögensverwaltung gearbeitet. Danach ja, das Kapitel beendet nach 8 Jahren und dann IOCAM gegründet. Wir sind der Partner von FXBet und führen quasi das Webinar heute gemeinsam durch. Das heißt, das sind inzwischen auch nochmal 6 Jahre, also zusammengerechnet sind das schon gut 14 Jahre, die ja, ich quasi nichts anderes mache, als automatisiert an der Börse zu handeln. Da gehört vieles dazu, von der Strategieentwicklung, vieles, was verworfen wird, Backtesting, Thema historische Daten, Server, alles Mögliche, Portfolio-Gedanke und so weiter. Also eigentlich ein relativ komplexes Thema. Und ich muss selbst sagen, nach der langen Zeit, ist es noch immer nicht langweilig geworden. Ich habe auch nicht das Gefühl, alles gesehen zu haben. Das ist eigentlich ein relativ spannender Bereich, finde ich. Von daher freut es mich immer, wenn relativ viele hierbei sind, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Meiner Meinung nach kein Zukunftsthema, sondern eigentlich schon ein Gegenwartsthema. Wenn wir uns einfach mal so ansehen, was heute eigentlich alles schon automatisiert ist. Ich meine, schauen wir uns einfach Tesla an und die Autos oder die ganzen anderen Autohersteller, die jetzt auch mitziehen, was das autonome Fahren angeht. Ich glaube, egal wie modern oder klassisch wir unterwegs sind, die Automatisierung sitzt eigentlich bei jedem. Ob es das Smartphone ist, ob es die Heizung ist, die sich automatisch regelt oder auch allein im Auto. Ich meine, wenn ich mir die aktuellen Autos ansehe, was da für Technik drin steckt, die auch wirklich sinnvoll ist. Also ich rede jetzt hier nicht von, gut, Massagesitzen durchaus auch sinnvoll, aber ich rede beispielsweise davon, dass der Wagen einfach automatisch abbremst, wenn einfach
Er erkennt, dass wir gerade eingeschlafen sind oder nicht nach vorne gucken. Also die Automatisierung, auch wenn wir es nicht zugeben, ist eigentlich schon sehr, sehr weit vor Ort geschritten. Es gibt viele sinnvolle Sachen, viele Dinge, die nicht so sinnvoll sind. Und dieser Trend ist eigentlich nichts Besonderes, das auf die Börse anzuwenden. Aber es wird sehr relativ selten so wirklich durchgeführt. Ich glaube, seit 2, 3 Jahren gibt es auch gerade so in der im Fintech-Bereich, also Startups aus dem Finanzbereich, so viele Robo-Advisor. Die haben das Thema, finde ich persönlich, relativ gut nach vorne gebracht, die Thematik an sich, aber von der Performance her haben die das ganze Thema nicht wirklich ausgeschlachtet, nicht wirklich genutzt. Und wir wollen uns halt heute mal damit beschäftigen, wie wir ganz konkret, also keine Theorie, sondern ganz konkret, wie Sie da draußen ohne, ich sag mal vielleicht auch ohne Mittelsmann, je nachdem für welchen Weg Sie sich entscheiden, einfach ein Portfolio an Robotern aufbauen. Das heißt, ich rede nicht nur von einem einzigen Handelssystem, was zum Beispiel den Euro-Dollar handelt, sondern von einem gesamten großen Portfolio um den DAX, den Euro-Dollar, den British Pfund, einzelne deutsche Aktien zum Beispiel handeln. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig, also wirklich mit dem Ziel, ein bisschen Glättung in unsere Performance reinzubekommen. Wenn wir mal alle an unser Trading-Konto denken, das ist wahrscheinlich relativ volatil. Wenn ich nur ein Handelssystem nutze oder nur eine Strategie manuell handle, wir können es immer auf beide Themen anwenden, dann habe ich auch relativ viel Volatilität in meinem Konto. Gute Tage ziehen das Konto stark hoch, schlechte Tage ziehen das Konto stark runter. So wirklich kalkulieren, wenn wir zum Beispiel davon leben wollen, können wir nicht. Wenn ich jetzt irgendwie so eine Performance-Kurve habe, die so läuft, dass es morgen Millionär, übermorgen wieder zurück zum Zelt quasi oder zur Garage. Wir wollen ja eigentlich entspannt schlafen und dabei auch Geld verdienen. So, das heißt, unsere Traumperformance, die wir glaube alle haben im Trading, ist, anstatt diese Herzinfarkt-Performance zu haben, wollen wir eigentlich eine geglättete Performance haben, wo es auch Stagnationen gibt, wo es auch mal Gewinner gibt, Verlustphasen gibt, aber wir wollen eine Glättung im Konto haben. Das ist auch so das Ziel von vielen Vermögensverwaltungen, Family Offices, die wollen halt nicht, dass sie oben haben. Die wollen ihren Investoren nicht klar machen, dass sie gestern Nacht 30% verloren haben und dann wieder 28 gewinnen, 5% gewinnen. Dieses Hin und Her. Das können wir eigentlich nur auf eine Art und Weise so wirklich realisieren, und zwar halt durch ein Portfolio. Das heißt, wir nehmen verschiedene Handelssysteme zusammen. Wir würfeln sie nicht wild, sondern wir packen sie relativ intelligent zusammen. Wenn wir diesen gesamten Prozess durchlaufen, ist das durchaus eine Lebensaufgabe, sage ich mal. Das heißt, wir entwickeln Systeme, wir optimieren sie. Wir schauen, welche Systeme werden jetzt wieder deaktiviert, welche performen gerade nicht so gut. Gibt es neue Produkte? Gerade bei FXWorld haben wir gefühlt jeden zweiten Tag neue Assets, neue Coins, neue Aktien, die wir handeln können, was für uns als Anleger extrem toll ist. Aber wir müssen auch das Potenzial immer wieder abchecken und schauen, was können wir noch machen? Also was können wir noch rausholen? Gibt es neue Techniken? Gibt es ein Update im MetaTrader 4 oder 5, wahrscheinlich eher im 5, um irgendwie unsere Systeme noch zu optimieren? Da gibt es relativ viel Arbeit, die es immer wieder zu tun gibt. Dieses komplette Produkt, wir haben es ja auch im Titel vom Webinar, dieses komplette Portfolio haben wir zum Beispiel in den Robosignalen gepackt. Ich gehe mal kurz auf unsere Webseite, auf algocamp.de, hier haben wir oben die Robosignale. Da gucken wir uns gleich nochmal die ganzen Daten in Ruhe an. Und was eigentlich dahinter steckt, was Sie davon haben, was Sie davon als FX-Kunde haben, was ist das eigentlich, wie ist das eigentlich so zusammengepackt? Kurz gesagt, ist die Robosignale quasi, ist es das Produkt, was wir als Trader uns holen können, um das Ganze auch nochmal komplett auszulagern. Das heißt, ich will das Abgeben, diese Entwicklung von Strategien, die Überprüfung, Backtesting, historische Daten beschaffen und. Ich glaube, so die Thematik generell, Handelssysteme zu kaufen,
oder Signale zu abonnieren. Ich meine, wenn wir auf der Herstellerseite gehen von Metaquotes, MQL.com, dann können wir, dann wissen wir ja gar nicht, was wir kaufen sollen von dem großen Angebot. Sei es 20.000 Varianten von dem MACD in verschiedenen EAs, also Handelssysteme gepackt, den MACD in 20.000 verschiedene Varianten. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo wirklich wir jetzt mit dem Geld dahin. Also Handelssysteme, da kommt man auch relativ schnell mal hin in den MetaTrader, wenn wir ihn aufhaben. Das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt drüben. Wir ziehen ihn einfach nur rüber, stellen noch ein, zwei, drei Sachen an und schon läuft das System los. Also wir haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen oder einige von Ihnen schon mal durchlebt. So, aber die Steigerung davon, weil entsprechend dem Titel, wir wollen ja so agieren wie eine Vermögensverwaltung. Eine Vermögensverwaltung wird erfahrungsgemäß keine großen Summen in ein einzelnes System packen. Das ist viel zu riskant. Ich vergleiche das mal sehr, sehr gerne mit zum Beispiel Immobilieninvestoren. Das heißt, Leute oder Firmen, völlig egal, die wirklich das relativ professionell machen und mehrere Immobilien kaufen oder einfach davon leben möchten, die werden sich nicht eine einzige Wohnung kaufen. Die vermieten und sagen, so, ich lebe jetzt von den Mieteinnahmen, ich bin jetzt der professionelle Immobilieninvestor und schreibe mir das auf meine Visitenkarte, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist. Und das ist eins zu eins wie beim Trading. Wir haben halt das hier das Problem, dass zum Beispiel ein Mietnomade da ist, der seine Miete nicht zahlt, dass die Wohnung brennt, dass wir einen Wasserschaden haben oder irgendwelche andere Schäden haben, die dafür sorgen, dass wir keine Mieteinnahmen haben oder. Es kann einfach zu viel passieren. In dem Fall gibt es einen, entweder die Miete fließt oder sie fließt nicht. Dazwischen gibt es ja vielleicht eine Mietminderung von wenigen Prozent, aber relativ riskant das Ganze. So wie wenn wir nur ein Handelssystem haben. Verluste, Stagnation und Jordan-Phasen gehören einfach extrem wichtig zu wissen. Sie gehören einfach dazu. Es gibt keine Systeme, die nur Gewinne machen, die jeden Monat mit einem Gewinn abschließen. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Wenn, dann sind es irgendwelche Martingale-Systeme, die irgendwann früher oder später dann mal komplett zusammenbrechen. Aber Verluste gehören einfach dazu. Sonst würde das ganze System auch nicht funktionieren. Und das heißt, bei einem einzigen System kann es durchaus sein, dass wir dann einfach mal eine Stagnation haben von 6 Monaten. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, sind wir denn so stark, dass wir wirklich 6 Monate lang dem System weiterhin die Erlaubnis geben, auf unserem Konto zu handeln? Oder ob wir irgendwann sagen, naja, also jetzt nach 3, 4 Wochen gucke ich mir das vielleicht noch ein paar Tage an und dann höre ich komplett damit auf. So, das ist das Problem. Wir haben dann vielleicht auch ein paar Monate lang einfach keine Einnahmen von dem Handelssystem, obwohl wir ja eigentlich davon eventuell leben wollten oder einfach unseren Lebensstandard erhöhen wollten. So, zurück zu dem Immobilienbeispiel. Der Immobilieninvestor wird sich ja dann auch ein Portfolio aufbauen. Der wird in Berlin, in Düsseldorf, in München, Nürnberg, wo auch immer, mehrere Immobilien haben. Sei es Mehrfamilienhäuser, einzelne Wohnhäuser, Büros, andere gewerbliche Flächen. Also wird sich das bunt aufmischen. Hätte er zum Beispiel nur Ladenlokale, die er vermieten würde, dann hätte er zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht einige Probleme gehabt, wenn seine Restaurantmieter oder Kaffeemieter die Miete nicht bezahlen könnten. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie schlecht ein Portfolio auch aufgebaut sein könnte. Anderes Beispiel, die Mietbremse, die gekippt wurde in Berlin zum Beispiel, hat jemand nur Wohnungen in Berlin, die relativ gut ausgestattet sind und demnach auch eine höhere Miete verlangen und wir haben die Mietpreisbremse. Dann hat dieser Immobilieninvestor zwar ein Portfolio, das aber relativ schlecht aufgebaut ist, weil alles zu gebündelt ist. Und das Gleiche können wir im Trading ja auch machen. Wir können natürlich 5 Systeme aktiv haben, die alle den Euro-Dollar handeln. Da haben wir relativ wenig davon, wenn der Euro-Dollar dann zum Beispiel einfach mal 2, 3, 4 Wochen einfach stagniert. Und wir aber Systeme haben, die alle auf Trends aus sind. Also das ist so ein Beispiel von einem schlechten Portfolio. Und wenn wir das im Trading so machen wollen wie der gute Immobilieninvestor und wir mehrere Systeme, also mehrere verschiedene Systeme aufbauen, dann haben wir dieses Problem zum Beispiel nicht. Das heißt, ich skizziere das gleich mal, dann haben wir also unser Gesamtportfolio, was zum Beispiel, das ist jetzt unser Portfolio, dann haben wir hier ein System, das handelt den Euro-Dollar. Dieses System, den DAX, die Tesla-Aktie,
den British Pfund und vielleicht noch ein DAX-System. Aber dieses DAX-System hier oben ist auf Trends aus. Das hier ist auf Seitwärtsbewegung aus. Das andere System verfolgt von mir aus eine saisonale Strategie. Die hier wiederum nach Statistiken, die mathematischen Formeln. Und irgendwann haben wir ein komplett buntes Portfolio und es kann uns eigentlich egal sein, was passiert. Der Bund stagniert, egal. Wir haben die Tesla-Aktie, die ist so gut wie immer volatil. Alles andere stagniert, der DAX steigt gerade extrem oder fällt extrem oder ist einfach nur stark in eine Richtung. Perfekt, wir haben ein Trendfolgesystem, das agiert, das verdient das große Geld. Und die anderen Systeme, die zum Beispiel auf Stagnation aus sind oder einfach andere Strategien verfolgen, die, so ist ja der Idealfall, verlieren dann weniger Geld oder machen einfach nichts in dem Zeitraum. So, das heißt, wenn wir uns das Ganze mal so als Portfolio-Performance-Kurve angucken, wir haben ein einzelnes Handelssystem läuft, ja, so, langfristig natürlich nach oben, aber relativ volatil. Dann packen wir noch ein zweites System drauf, das ist zum Beispiel das DAX-System. Jetzt packen wir noch ein Euro-Dollar-System drauf. Das agiert dann so. Hier haben wir eine Stagnationsphase, weil kein Signal ist. Dann kommt mal wieder ein Trade, ein Verlust. Und wenn wir das übereinander packen und das gut bündeln und von der Margin her auch, das ist eine relativ wichtige Sache, das auch so berechnen, dass unser Geld quasi immer am Markt ist. Das heißt, es bringt uns auch hier nichts, wenn wir fünf Systeme haben, die alle am Montagvormittag investieren wollen. Und dann sind die restlichen vier Handelstage liegt das Geld rum. Das ist auch kein intelligentes Portfolio. Also auch hier müssen wir darauf achten, dass zum Beispiel das Geld quasi so gut wie möglich immer in Bewegung ist. Natürlich bringt es uns nichts, einfach aus Trotz oder einfach nur, um was zu machen, zu handeln. Das Problem haben wir gerade als manueller Trader ganz oft, dieses, ich nenne es Langeweile-Trading, wenn wir 10 Stunden am Tag vorm Chart sitzen, noch keine Trade-Möglichkeit gefunden haben. Irgendwann sehen wir Geister, die wir dann handeln. Und das ist natürlich auch nicht unser Ziel. Aber unser Ziel ist es, dass diese Mischung, also dieses Portfolio, dann am Ende aus diesen einzelnen Performance-Kurven halt diese geglättete Performance-Kurve vom Anfang an macht. Ich schaue einfach mal kurz und knapp auf, ohne aufs Detail weiter einzugehen, zum Beispiel auf die Performance-Kurve von den Robo-Signalen, wo wir das ja quasi leben. Da sehen wir das auf der Startseite. Das sehen wir hier zum Beispiel. Das sind jetzt in Prozent, das ist komplett ja, ein bisschen gestaucht, aber hier sehen wir zum Beispiel, wir haben hier auch Verlustphasen, war keine Frage, das ist kein heiliger Gral. Aber prinzipiell haben wir hier nicht allzu viele Zacken, wo es hoch und runter geht und hoch und runter. Primär sehen wir hier einfach Phasen, die gut nach oben laufen. Wir haben relativ, ja, wenig Stagnation, kleine Verluste nach oben. Wir haben auch mal einen großen Drawdown, der im verhältnismäßig relativ gering ist von der Gesamtportfolio-Performance, wenn wir das so sehen. Aber gehen wir auch gleich nochmal weiter darauf ein, um das nochmal genauer zu verstehen. Also das ist unser Ziel. Das ist für uns als Privatanleger, wenn wir es komplett selbst machen, relativ schwierig. Also ich stelle es mir zumindest auch relativ schwierig vor, wenn wir das nicht hauptberuflich machen und nicht 14 Stunden am Tag davor sitzen und Systeme entwickeln, zusammenpacken, kontrollieren, optimieren und so weiter. Und das Ganze, nochmal den Faden zurück zu schnappen, haben wir halt in die Robo-Signale komplett reingepackt. Was sind die Robo-Signale, um es nochmal anders zu erklären? Es ist der Zugang zu unserem Referenzkonto. Das heißt, wir selbst von AlgoCamp haben halt ein Referenzkonto. Und auf diesem Referenzkonto läuft unser Portfolio. Dieses Portfolio ist so, wie wir es eben skizziert haben, mit mehreren Handelssystemen, was ständig lebt. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel oft die Frage, ja, was sind denn so zum Beispiel die durchschnittlichen Handelszahlen? Also wie oft handelt ein System zum Beispiel in der Woche? Oder welche Assets werden gehandelt? Das können wir natürlich für den Moment sagen. Also jetzt zum Beispiel handeln wir durchschnittlich relativ viel, weil wir ein bisschen Bewegung am Markt ist. Das sind jetzt momentan eher so um die, ja, 6, 7 Trades im Durchschnitt. Was wird aktuell gehandelt? Wir haben den Euro-Dollar, wir haben den DAX, Pfund, Gold. Das sind so die Assets, die jetzt gehandelt werden. Das Ganze kann aber in 2 Wochen, 2 Monaten oder in 6 Monaten wieder anders aussehen, weil wir zum Beispiel bis dahin neue Systeme entwickelt haben. Zum Beispiel ein neues System für die
von mir aus BMW-Aktie entwickelt haben und wir dann sagen, gut, von der Performance her, gerade in der jetzigen Zeit, passt das besser als zum Beispiel das Bund, also das FGBL-System. Und dann würden wir das FGBL-System als Beispiel aus dem Portfolio nehmen, das neue BMW-Aktiensystem reinnehmen und so das Portfolio halt am Leben halten. Alternative wäre zum Beispiel auch, dass wir sagen, okay, das BMW-System, weil die Strategie, die dahinter steckt, die handelt zum Beispiel erst immer am Abend und am Abend ist vom Gesamtportfolio eh noch margenfrei. Dann würden wir das System halt einfach so mit aufnehmen, aber auch nur dann, und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn das Ganze nicht mit den anderen Systemen, ja, wie soll ich sagen, wenn die Korrelation einfach nicht da ist. Das heißt, wir sehen ja hier zum Beispiel das orangene System, wir würden jetzt kein weiteres System aufnehmen, wenn die Performance-Kurve genau ähnlich verläuft. Also es bringt uns ja nichts, 5 Systeme zu haben, die an einem Tag gewinnen oder 5 Systeme, die an einem Tag einen Verlust generieren. Also das ist die Korrelation einfach da. Das ist quasi das gleiche System. Wenn wir jetzt mal als einfaches Beispiel nehmen, wir haben ein Trendsystem, wenden es auf den, ja, nehmen wir den S&P an und den DAX oder den Euro-Dollar und den britischen Pfund, wo eine gewisse Korrelation halt da ist. Das bringt uns in dem Fall eigentlich nichts, weil dann können wir genauso gut das blaue System weglassen. Wir nehmen das orangene System und erhöhen da einfach das Volumen. Also das macht einfach keinen Sinn im Gesamtportfolio. Das heißt, das ist zum Beispiel auch mal ein wichtiger Punkt, worauf wir achten. Es kann also sein, dass das neue System, was wir entwickelt haben, für welches Asset auch immer, eine Top-Performance hat, aber einfach mit einem System, was schon existiert, korreliert, also wird es nicht aufgenommen. Denn das ist dann wirklich kein Portfolio mehr. Zurück zu unserem Immobilienbeispiel, ist ja das gleiche, als ob ich dann in einem Mehrfamilienhaus schon 6 Wohnungen besitze und dann noch die 7. Wohnung hole, um mich abzusichern gegen Hausbrände. Also das bringt relativ wenig. Das heißt, das neue System im Idealfall, müssen natürlich mal wissen, Realität und Theorie, da stecken mal Welten dazwischen, aber um das einfach mal klar zu machen, im Idealfall ist das neue System, läuft das System komplett dagegen. Das heißt, das System macht Verluste hier, das andere System macht Gewinne. Danach macht das System, das orangene System Gewinne, wir stagnieren oder machen kleine Verluste. Das heißt, nur so kommen wir ja auf diese geglättete Performance hin, wenn wir diese Zacken möglichst ausbessern. Ganz wichtig, Theorie, Praxis. Wir haben es ja gerade auch auf unserer Performance-Kurve auf der Webseite gesehen. Das bedeutet nicht, das ist keine Garantie. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir keine falsche Hoffnung wecken. Es ist keine Garantie dafür, dass wir immer Gewinne realisieren. Das heißt, die Realität sieht natürlich nicht wie mit einem Lineal so gezeichnet aus von der Performance-Kurve, aber ähnlich. Und unser Ziel ist es, mit den Robosignalen immer näher an diese Lineallinie zu kommen. Das heißt, das ist quasi unser Ziel, woran wir arbeiten, was so unsere Orientierung ist. In der Theorie und in der Praxis sieht es dann zum Beispiel eher noch so aus. Aber immerhin weiter geglättet oder geglätteter als Vergleich zu den einzelnen Systemen. Und das ist das Wichtige und das ist das, wo ich finde, dass das macht die Robo-Signale einzigartig. Deswegen kann man die Robo-Signale auch nicht kaufen, das ist ganz wichtig, sondern man kann sie einfach nur mieten. Aber zu den Preisen und den ganzen Konditionen können wir auch später gerne mal drauf zu, wenn da das Interesse noch ist. Das heißt, sie holen sich quasi den Zugang zu unserem Referenzkonto, zahlen dafür monatlich und dieses Referenzkonto wird dann automatisch bei Ihnen kopiert. Das ist ganz wichtig. Also hier gibt es keine WhatsApp, keine SMS-Signale oder keine Brieftaube, die an ihrer Scheibe klopft, um Signale abzuliefern, sondern es geschieht komplett automatisch. Ich zeige einfach mal ganz kurz im MetaTrader, was das eigentlich heißt vom Aufwand. Also wenn wir das Ganze gebucht haben, dann bekommen wir halt den Copy-EA. Das ist eine Kopiersoftware, die wir auch selbst entwickelt haben. Die installieren wir einfach in unserem MetaTrader. Das kennen Sie ja wahrscheinlich schon, ähnlich wie Indikatoren, die installiert werden. Wir klicken hier rauf, geben unsere Lizenzdaten ein, stellen noch kurz ein, wie viel Volumen, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu, wie viel Volumen wir handeln wollen, können noch ein paar kleine Details angeben, klicken auf OK und das war's schon. Das heißt, ab sofort wird automatisch unser Referenzkonto
wo die ganze Arbeit durchgeführt wird, die wir gerade besprochen haben, auf Ihr eigenes FX-Bet-Konto kopiert. Komplett automatisch, ohne was zu tun, auch wenn wir neue Systeme hinzufügen, bestehende entfernen oder aktualisieren, müssen Sie nichts machen. Das geschieht komplett automatisch. Ähnlich zu vergleichen vielleicht wie mit einem Signaldienst oder eher so ein Signaldienst, was automatisch auf dem Konto umgesetzt wird, nur mit dem großen wichtigen Unterschied, dass bei uns im Hintergrund die Signale nicht von einem EA kommen oder vom manuellen Trader, sondern von einem Portfolio aus mehreren Handelssystemen. Und auf diesem Referenzkonto wird auch nicht manuell gehandelt. Das ist ganz wichtig. Das dürfen wir nicht, das machen wir auch nicht, sondern auf dem Referenzkonto laufen ausschließlich automatische Handelssysteme. Das Einzige, was wir da machen, ist, Systeme zu entfernen und zu aktivieren. So, und zu dem Volumen ist noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Die ist im ersten Moment, glaube ich, nicht so einfach zu durchblicken. Aber wir haben uns dabei was gedacht. Regulär trägt man das Volumen ja immer in Lots zum Beispiel ein. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Handelssystem aktivieren, ich nehme ein MACD-Sample und sage, ich möchte 0,3 Lots handeln. Dann wird jeder Trade mit 0,3 Lots gehandelt. Bei den Robosignalen ist das anders. Da wird das Volumen als Multiplikator eingetragen. Was heißt das? Für die Robosignale braucht man erstmal mindestens 5.000 Euro. Wieso 5.000 Euro? Hat zwei Gründe. Zum einen brauchen wir Margin. So ein Portfolio handelt nun mal mehrere Assets, zum Teil auch zur gleichen Zeit, und da brauchen wir einen gewissen Puffer. Das Portfolio braucht auch Luft zum Atmen im Sinne von, wir müssen auch mal einen Drawdown, also eine Verlustphase überleben, ohne dass danach das Geld alle ist, um wieder das Konto nach oben zu handeln. So, das ist so Grund Nummer eins. Der zweite Grund ist, das ist auch die Summe, wo man sagt, das Ganze muss sich natürlich für Sie lohnen. Also natürlich ist es für uns toll, wenn wir jetzt hier Robosignal-Abos vermieten für beispielsweise 60 Euro im Monat, aber Sie dann mit 1.000 Euro starten und selbst mit viel Optimismus da nicht diese 60 Euro im Monat zum Beispiel reinbekommen. Deswegen ist 5.000 Euro zum einen die Summe, wo man sagt, da bleibt auch nach den Gebühren was für Sie über, im Idealfall. Und wo man auch sagt, das ist ausreichend Geld, um die Verlustphase zu überleben und um auch immer ausreichend Margin zu haben. Das ist nicht zu knapp kalkuliert, sondern eher ein bisschen, ich sag mal, konservativer berechnet. Dann, wir kennen es, je nach Marktphase oder Ereignissen wird doch mal eine Margin angehoben, wenn die Volatilität so groß ist, oder. Deswegen, wir haben hier nicht das Ziel, über Nacht reich zu werden, sondern das Ganze ist eine mittelfristige oder langfristige Geschichte. Und mit dem Multiplikator läuft es so ab. Wieso haben wir überhaupt einen Multiplikator? In dem Portfolio dürfen wir kein dominantes System haben. Das ist wichtig, weil wenn wir ein dominantes System haben, ist das eigentlich alles komplett umsonst und wir können auch einfach nur ein System am Start haben, was funktioniert. Beispiel, System A handelt 0,1 Lot. So, System B handelt 0,15 Lots. System C handelt auch nur 0,1 Lots, aber hat diese Performance-Kurve. Wie kann das sein? Ja, System A handelt zum Beispiel kleine Scalps, ist vielleicht auf 2, 3, 4 Pips aus pro Trade. System B auch, aber handelt den DAX und ist auf ein paar wenige Punkte aus. Und System C ist ein Trendfolgesystem auf den Tageschart. So, wo ist jetzt hier der Portfolio-Gedanke? Ich versuche mal Performance zu zeichnen. Wie würde die aussehen? Nicht so, wie es uns eigentlich erhoffen, geglättet, sondern eigentlich sieht die Performance-Portfolio-Kurve genauso aus, wie das eine dominante System im Portfolio. Das wollen wir nicht haben. Das ist so ähnlich wie die eine Immobilie von uns. Die ist 2000 Quadratmeter groß. Beste Lage, Seezugang und der Rest, das sind 40 Quadratmeter Studentenwohnungen. Da tut es nur weh, wenn die große Immobilie mal flach fällt. Die kleinen bringen uns dann nichts mehr. Und wenn eine kleine flach fällt, dann fällt uns das gar nicht auf. Also das ist wieder kein Portfolio. Deswegen ist es so, dass jedes einzelne System im Portfolio der Robosignale ein unterschiedliches Volumen handelt, sodass die Gewichtung gleich ist. Das heißt, die Systeme, die einen kleinen Stop-Loss haben und die auch auf relativ wenig
einen Gewinn aus sind von einer Tickzahl oder von einer PIP-Punktzahl, die handeln zum Beispiel, würden in diesem Beispiel viel mehr Volumen handeln. Also die würden dann zum Beispiel, als Beispiel, ein Lot handeln, ein Lot im Euro-Dollar. Und das Trendfolgesystem, von mir aus dem British Pfund, würde dann zum Beispiel nur 0,05 Lots handeln, damit die Gewichtung, also quasi die Power hinter den einzelnen Systemen ähnlich ist, damit dieses Trendfolgesystem halt nicht dominiert, sondern sich quasi mit einspielt im Portfolio, wäre dann die neue Performance-Kurve von dem einzelnen System nur so. Das heißt, es ist auf große Trades aus, es hat demnach auch einen großen Stop-Loss, damit die Trades ausreichend Luft haben. Also wird das Volumen hier entsprechend angepasst. Deswegen ist es so, wenn Sie die Robo-Signale zum Beispiel aktivieren, dann sagen Sie hier nicht Volumen ein Lot, sondern Multiplikator 1. Das bedeutet, das Referenzkonto läuft immer mit 5.000 Euro. Und wenn Sie den Multiplikator von 1 angeben, dann bedeutet das, Sie handeln quasi unser Risiko 1:1, unsere Rendite 1:1. Das heißt, Sie haben auch ein 5.000 Euro Konto und schauen sich die Zahlen von der Webseite an und sagen, in Ordnung, ich möchte das Risiko 1:1 kopieren, dann würden Sie einfach beim Multiplikator eine 1 eintragen. Das heißt, dann handelt zum Beispiel dieses Trendfolgesystem bei Ihnen auch, wie bei uns, 0,05 Lots und die Scalping-Systeme zum Beispiel 1 Lot. So, das bedeutet, wenn Sie den Multiplikator auf 1 eintragen, handeln Sie immer das Volumen, das für ein 5.000-Euro-Konto angepasst wurde. Wenn Sie dann zum Beispiel ein 10.000-Euro-Konto haben und sagen, Sie möchten prozentual das gleiche Risiko, die gleiche Rendite erzielen wie wir, dann würden Sie zum Beispiel eine 2 eintragen, weil Sie haben den doppelten Kontostand, das Doppelte vom Referenzkonto, also würden Sie eine 2 eintragen. Klar, beim 50.000-Euro-Konto demnach dann die 10, weil das Konto 10 mal so groß ist. Müssen Sie aber nicht, Sie können auch ein bisschen Risiko rausnehmen. Sie können also auch sagen, gut, ich starte mit einem 10.000-Euro-Konto, aber ich möchte den Multiplikator auf 1 belassen. Das heißt, ich halbiere mein Risiko und auch meine Rendite. Was bedeutet das nochmal konkret? Da gehen wir mal auf die Unterseite bei uns von den Robosignalen. Hier sehen wir ja zum Beispiel auch noch die gesamten Monatszahlen. Die Renditezahlen, wir sehen, wie groß der größte Verlust zum Beispiel auch war. Wenn ich also jetzt ein 5.000-Euro-Konto habe und ich den Multiplikator auf 1 eintrage, dann werde ich auch hier diese einzelnen Renditezahlen erreichen. Dann werde ich im Juni zum Beispiel auch meine 6,64% gemacht haben. Habe ich ein 10.000-Euro-Konto, Multiplikator 2, genauso 6%. Wenn ich aber mein 10.000-Euro-Konto habe und ich den Multiplikator auf 1 einstelle, dann kann ich alles halbieren. Dann werde ich natürlich geringeres Volumen handeln oder ich handle das Volumen von 5.000-Euro-Konto und hätte demnach im Juni dann nur meine 3,32%. So läuft die Volumeneinstellung. Sie können sie frei auswählen. Sie können also rein theoretisch, was wir nicht empfehlen, auch mit einem 5.000-Euro-Konto starten und dann sagen, all in, ich trage trotzdem Multiplikator 2 ein. Wir haben da keine Sperren eingebaut. Sie können auch Ihr Konto mit 2 Millionen bestücken und demnach den Multiplikator auf 10.000 stellen. Wir haben da keine Sperre mit eingebaut bei den Robosignalen. Nur sollten Sie mal nicht beachten, was das für Folgen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein 5.000-Euro-Konto habe und sage, ich bin in Zocklaune und ich trage als Multiplikator eine 2 ein, weil ich im Jahr 2020 nicht nur 108% machen möchte, sondern 216% machen möchte, kann man machen, aber dann darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, dass der maximale Drawdown, den wir halt 2019 erlebt haben von 28%, dann doch plötzlich doppelt so groß ist und wir gute 50-55% verloren haben. Das darf man immer nicht vergessen. Also wir erhöhen nicht nur unsere Rendite, sondern auch unser Risiko. Klar, für die ein bisschen entspannter unterwegs sein wollen, können das Ganze auch ein bisschen konservativ einstellen. Also ich kann auch mit einem 50.000-Konto ankommen und sagen, ich handle hier aber nur einen Multiplikator von 1. Kann dir selbst überlassen, ganz wichtig, auch an die Margin denken, dass das, wenn wir hier in Zockerlaune sind, das unbedingt machen möchten und sich bewusst darüber, muss man natürlich an die Margin denken. Das heißt, wir haben hier bei der Berechnung, also wenn Sie zum Beispiel ein 5.000-Euro-Konto haben, den Multiplikator auf 1 setzen,
dann ist das, dann reicht der Standardhebel auch aus. Das heißt, Sie müssen sich nicht als Professional-Kunde einstufen lassen, um den großen Hebel zu bekommen. Ganz wichtig, oder die Frage kommt immer relativ oft, der Standardhebel, je nach Asset von 1 zu 10, 1 zu 30, reicht für 5.000 Euro Multiplikator 1 eigentlich aus. Also was heißt eigentlich aus? Es reicht dafür einfach aus. Das berücksichtigen wir immer bei der Kalkulation. Also wir haben hier nicht die Anforderung, dass da jemand sich als Profikunde einstufen lässt, um den hohen Hebel zu haben. Das ist hier gar nicht nötig. Dadurch, dass die Systeme eigentlich relativ gut getimed sind von der Investition. Ich sehe hier auch schon zwei Fragen, die reingekommen sind. Hatte ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen. Wenn Fragen kommen, einfach gerne reinschreiben. Ich habe das Fenster hier nebenbei auf. Ich gucke zwischendurch immer mal rauf und nehme ein paar Fragen raus. Natürlich am Ende des Webinars gehen wir dann spätestens alle raus, wenn die Fragen gerade nicht direkt reinpassen. Da soll hier heute natürlich keiner mit offenen Fragen rausgehen. Ich schaue mal kurz rauf, als kleine Zwischenpause, was wir hier haben. Eine Frage war, meine Performance zeigt kontinuierlich nach oben. Warum handeln nur DAX Long, bis sie im Gewinn ist? Ja, ich würde sagen, dass, ich glaube, jeder, der relativ frisch angefangen hat mit dem Trading, würde diese Phase wahrscheinlich schon mal erlebt haben, wo man relativ schnell gut Geld verdient und fragt, wieso, weshalb, warum, und ich immer nur warte, bis er im Gewinn ist. Ja, ist ein bisschen die Martin-Geld-Strategie auch. Bin ich im Verlust, dann kaufe ich nach, erhöhe das Volumen. Aber ja, wenn ich werte, wie den DAX kaufe, dann kann man auch relativ wenig falsch machen, je nach Marktlage. So, was haben wir hier noch? Das widerspricht aber doch eure Strategie. Dann könnte man auch Werte selber kaufen und verkaufen, oder? Gerne nochmal bitte reinschreiben, was Sie damit genau meinen, mit das widerspricht unsere Strategie und dass wir manuell handeln können oder nicht. Das wär ganz nett, dann kann ich da gerne nochmal drauf eingehen. So, haben wir das. Also Multiplikator ist geklärt, wie wir das Ganze einstellen. Von der Technik her, jetzt kommt das Ganze, in Bezug auf 5.000 Euro mit dem Faktor, das widerspricht aber eurer Strategie, dann könnte man auch Werte selber kaufen und verkaufen. Mit dem Faktor und den 5.000 Euro, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, der Faktor, also der Multiplikator, der eingegeben wird, bedeutet ja nur, ich handle das vom Referenzkonto. Ach so, den Multiplikatorfaktor mal anpassen. Ach so, nein, habe ich vielleicht falsch ausgedrückt, was ich meinte. Der Multiplikator soll nicht immer angepasst werden. Also der sollte eigentlich immer da bleiben. Der sollte eigentlich nur alle 5.000 Euro angepasst werden. Nehmen wir es mal so als Beispiel. Also wir starten jetzt mit 5.000 Euro. Ich sage, ich nehme das Risiko und ich finde die Einstellung so vom Referenzkonto von Eurocamp super. Dann lasse ich den Multiplikator auf 1. Der nächste Moment, wo ich den Multiplikator anpassen würde, wäre dann, wenn mein Konto bei 10.000 Euro liegt. Dann könnte ich den Multiplikator auf 2 stellen und ich würde prozentual das gleiche Risiko und die gleiche Rendite weiter erzielen. Also hier ist nicht geplant, ständig den Multiplikator anzupassen. Überhaupt nicht. Das gar nicht, sondern wenn wir es so sehen, alle 5.000 Euro anzupassen, 10, 15, 20, 15 und so weiter. Das war damit gemeint. Ja, perfekt, super. Die nächste Frage. Hallo Herr Warner, die Trefferquote von 59% kommt mir recht niedrig vor. Ja, das ist diese, ich glaube, so eine klassische Diskussion, gerade auf Messen oder generell so im Trading-Bereich, Trefferquote. Meine persönliche Meinung, ein einzelner Wert, eine einzelne Kennzahl sagt absolut nichts aus. Also ich zeichne das gerne mal auf, dann ist es immer angenehmer. Wenn ich jetzt ich kann Ihnen auch ein System anbieten mit einer Trefferquote von 99%, aber was bedeutet das? Eigentlich nichts, genauso wenig wie ein System zum Beispiel mit 10%. Wenn ich jetzt eine Trefferquote habe, sagen wir mal 99% ein bisschen übertrieben, von zum Beispiel 95% oder 90%,
Was kann das eigentlich bedeuten? Das kann bedeuten, dass ich heute, ich weiß gar nicht, ob man die Linien hier so ein bisschen sieht, aber nehmen wir an, pro Kästchen auf dem Papier ist quasi ein Pip. Ich mache heute meinen Pip, ich mache morgen wieder ein Trade auf für einen Pip, nochmal ein Pip, noch ein Pip, noch ein Pip, noch ein Pip, noch ein Pip. Und dann kommt irgendwann mal mein Stop-Loss, den setze ich aber dann immer wieder auf, ja, den setze ich einfach auf 100 Punkte, damit ich den Stop-Loss nicht reiße. Dann habe ich mal einen Tag und da zieht es mich komplett runter und danach geht es wieder hoch, 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 hoch und zieht es mich wieder runter. Von mir aus klappt das irgendwann mal. Das würde zum Beispiel bedeuten, hohe Trefferquote. Also bringt uns eigentlich nichts, außer dass wir jetzt sagen können, wir haben eine relativ gute Trefferquote. So, was sagt zum Beispiel jetzt die Trefferquote bei uns von 59% aus? Die sagt eigentlich quasi das aus, dass wir ganz knapp der Trades, also knapp über die Hälfte der Trades ist im Gewinn. Das würde quasi bedeuten, wir haben einen kleinen Verlust, zweiten kleinen Verlust, dritten kleinen Verlust. Und dann haben wir einen Gewinn, zweiten Gewinn, dritten Gewinn. Dann haben wir wieder einen Verlust, 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 Gewinn, Gewinn, Gewinn. Also so können wir uns quasi die Trefferquote von 59 oder von 60% auch vorstellen. Also die Zahl alleine, es ist eine interessante Diskussion eigentlich, sagt gar nicht so viel wirklich über die Qualität aus. Also ich muss mal sagen, Systeme mit einer hohen Trefferquote bin ich persönlich immer erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich eigentlich ganz genau weiß, was dahinter steckt. Und zwar, wir nehmen viele kleine Gewinne mit, setzen den Stop-Loss relativ groß und weit entfernt, damit wir eine schöne Trefferquote haben. So, und deswegen finde ich, müssen wir gar keine Angst haben vor Systemen mit einer relativ geringen Trefferquote. So, weil wie gesagt, das hier oben ist zum Beispiel so die Visualisierung von der Trefferquote von 59%. So, gut, dann haben wir die Fragen soweit erstmal. Genau, was auch mal eine beliebte Frage ist, ist jetzt bei dem Kontostand zum Beispiel, bringt es was, wenn ich mit 7.000 Euro anfange oder ich habe nicht nur 5.000, sondern bei mir liegen gerade 6.000 Euro rum. Wir können den Multiplikator immer nur in ganze Zahlen eintragen. Das heißt, wir können nicht sagen Multiplikator von 1,158569, sondern 1, 2, 3, 4. In ganzen Schritten können wir den einstellen. Das heißt, ob wir jetzt 5.000 Euro raufpacken, oder 7.500 Euro rauf, würde erstmal nichts ändern. Klar, wenn Sie ein bisschen mehr Risiko eingehen möchten, können Sie auch sagen, ich packe 7.500 Euro rauf und dann stelle ich den Multiplikator auf 2 rauf. Aber das ist Ihre Entscheidung. Wir verfolgen, das finde ich persönlich auch die beste Variante, immer zu sagen, pro 5.000 Euro Multiplikator auf 1. Weil dann haben wir auch den Vergleich mit den Zahlen, dann wissen wir, was uns erwartet. Wir haben hier ein paar Kennzahlen, können das mal ein bisschen abgleichen. Und so ist das Ganze dann aufgebaut. Von der Technik noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wo läuft das Ganze eigentlich? Bei den Robosignalen mit enthalten ist auch ein Trading Server oder Trading VPS, FX, FPS, gibt ja viele Namen in dem Bereich dafür. Das heißt, das ist quasi für die, die es nicht kennen, das ist ein Computer, der in einem Rechenzentrum steht, der halt speziell darauf ausgelegt ist, dieser PC rund um die Uhr zu laufen. Das heißt, in diesem Rechenzentrum gibt es eine doppelte Stromversorgung, doppelte Internetversorgung. Der Sauerstoffgehalt in den Räumen ist relativ gering, damit Brände nicht so schnell entstehen. Und da bekommen Sie mit in den Robosignalen enthalten halt auch Ihren eigenen kleinen PC, wenn wir es so nennen möchten, mitgemietet. Und da läuft dann Ihr MetaTrader drauf von FXBet. Ja, sieht dann genau so aus. Sie verbinden sich auf dem Server. Sie loggen sich mit ihrem Trading-Konto ein von FXBet und dann starten Sie die Robosignale, geben den Multiplikator ein und dann geht es schon los. Das heißt, Sie brauchen nicht Ihren PC durchgehend anlassen. Oder auch wenn Sie auch Mac-User sind oder generell nur über den Webtrader handeln, gar kein Problem. Der Server läuft durchgehend, auch dann, wenn bei Ihnen zu Hause der Strom ausfällt oder der Stecker gezogen wird oder was auch immer passiert. Der Trading-Server ist in der Regel immer an, da läuft der MetaTrader drauf, da laufen die Robosignalen drauf und Sie können zu Hause Ihren PC neu starten, wie Sie möchten. Und egal, wo Sie sind, auch wenn Sie gerade im Urlaub sind,
im Büro sind, zu Hause sind, wo auch immer Ihr PC in die Luft geht. Sie können sich von überall aus, wirklich überall aus, auch vom iPad, vom Handy, Smartphone, Tablet, was auch immer, auf diesen Trading-Server, auf Ihren, diesen gemieteten PC einloggen und das Ganze jederzeit einsehen, kontrollieren und auch stoppen. Das ist immer das ganz Interessante, was ich finde. Gerade im Vergleich zu zum Beispiel feste Anlagen von Fonds oder wenn wir wirklich zur Vermögensverwaltung gehen und unser Geld dort anlegen, dann ist das erstmal für ein paar Jahre angelegt. Das haben wir hier zum Beispiel nicht. Also wenn ich jetzt um 18.47 Uhr sage, danke, ich habe keine Lust mehr darauf, dann stelle ich die Verbindung zu dem Server her, klicke hier oben auf Auto Trading, mache das Ganze aus. Wenn offene Positionen da sind, dann schließe ich diese manuell, gehe zu FXpert und sage, hallo, bitte mein Geld auszahlen, dann wird das ausgezahlt. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, der von vielen auch geliebt wird, dass wir sagen, oder dass wir einfach jederzeit die Möglichkeit haben, an das Geld auch zu kommen, wenn wir gerade kurzfristig zum Beispiel Geld benötigen, um etwas zu bezahlen, zu finanzieren, was auch immer. Und ganz wichtig, technisch brauchen wir keine großen Vorkenntnisse. Also alle, die es heute hier ins Webinar geschafft haben, haben auch das Wissen, um die Robo-Signale zu aktivieren. Wir haben es ja gerade gesehen, den MetaTrader von FXpert, den haben Sie wahrscheinlich alle schon, egal ob jetzt im Demo- oder im Live-Modus, die schon unterwegs sind. Sie müssen nicht mal mehr die Robo-Signale installieren, das ist schon vorinstalliert. Die ganzen Einstellungen im MetaTrader sind alle schon angepasst. Sie müssen wirklich nur Ihr Konto einloggen, die Robo-Signale starten und den Multiplikator eintragen. Was auch noch ganz wichtig ist, das ist zumindest mir persönlich ganz, ganz wichtig, wir brauchen auch gar keine Kontodaten von Ihnen. Also wir wollen keine Zugangsdaten zu Ihrem Konto. Das bleibt alles in Ihren Händen, in Ihrem Schubfach, das sind Ihre Geheimnisse, da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Das heißt, das denken immer so viele im ersten Moment, wir haben da den Kontozugriff, aber haben wir gar nicht, sondern wir haben ja diese Schnittstelle, und zwar die Kopiersoftware. Das ist ja hier die Robosignale-Software. Und die stellt die Verbindung zu unserem Referenzkonto her und fragt quasi millisekündlich, hallo, gibt's was Neues? Gibt's jetzt was Neues? Und handelt das Ganze dann auf Ihrem Konto. Das heißt, wenn Sie hier oben einfach nur auf diesen Button klicken, um das Auto-Trading zu deaktivieren, dann kommt auch nichts mehr auf Ihrem Konto. Das heißt, von der Kommunikation her holen Sie sich quasi die Signale, die werden nicht zu Ihnen gebracht, weil wir halt einfach kein Konto zu haben. Wir wollen uns nicht, wir brauchen es nicht. Technisch ist es so sauberer gelöst. Und das Ganze finde ich auch nochmal persönlich ganz wichtig, ohne irgendwelche Zwischenwege über Ausland oder irgendwelche Offshore-Systeme, Lizenzgeber oder was auch immer. Das läuft alles über uns. Wir brauchen dafür keine Lizenzgeber, keine Offshore-Lösung und so. Das ist alles völlig legitim, so in Deutschland. So, wir haben ja wieder zwei Fragen reinbekommen. Wie robust ist Ihr Systemmix? Ja, ist immer die Frage, was heißt robust? Wie kann man robust definieren? Ist bei den Robosignalen auch immer nur eine Momentumaufnahme. Ich hatte es ja am Anfang kurz gesagt, das, was heute aktiv ist, ist vielleicht in 6 Monaten nicht mehr aktiv, weil das Ganze schon wieder weiterentwickelt ist. Es kann auch sein, dass wir in 6 Monaten den Systemstand haben von vor ein paar Monaten. Wenn wir uns hier die Performance angucken, 2018 haben wir gestartet mit 35%, 2019 mit 16%, 2020 mit 108% und 2021 mit minus 1%. Ja, wir sehen die einzelnen Monate, wie das Ganze auch nochmal aufgeteilt ist. Der maximale Verlust kumuliert, also der Drawdown war bei 28%. Ich denke mal, hier kann man so ein bisschen die Zahlen für sich ablesen und einfach mal durchgehen und sagen, na, ist das was für mich, wenn ich jetzt von 5.000 Euro 28% noch verliere? Verkrafte ich das emotional? Finde ich persönlich mal ganz, ganz wichtig. Das ist oft gar keine Frage des Geldes, wie viel wir besitzen oder haben, sondern es ist einfach eine emotionale Sache. Manche können da schon die Finger nicht mehr stillhalten, wenn einfach nur 100 Euro vom Konto wechseln, obwohl das vielleicht ein 100.000-Euro-Konto ist. Manche andersrum haben 2.000-Euro-Konto und sind ganz entspannt, wenn das komplett gegen die Wand fährt. Das muss man im Vorfeld für sich selbst abschätzen. Deswegen haben wir das Ganze auch auf die Monate runtergebrochen, damit da wirklich jeder im Vorfeld für sich entscheiden kann, ist das was für mich oder halt nicht. So, die nächste Frage. Kann ich die kopierte Performance auch von der AlgoCamp Performance abweichen, wenn ich ein 5.000-Euro-Konto habe und den Faktor 1 einstelle?
Ja, also wir haben keine, es ist nicht zu 100,00% identisch. Was meine ich damit? Es ist auf jeden Fall nicht, es gibt keine gravierende Änderung im Sinne von, wir sind jetzt den DAX Long und Sie sind dann plötzlich den DAX Short oder so. Das gibt es nicht. Die einzigen Abweichungen, die entstehen können, sind zum Beispiel, dass wir einfach genau jetzt den DAX Long gehen. Und das Signal kommt dann eine Sekunde später bei Ihnen, bei sämtlichen Robo-Signalen-Trader an. Und wenn der Markt in dieser Sekunde schon gelaufen ist, für uns oder gegen uns, dann gibt es natürlich eine Abweichung, die gleicht sich aus. Die ist erstens minimal, weil wir keine Systeme am Start haben, die so kleine Scalper sind, die auf wenige Pips unterwegs sind. Die ist erstens minimal und zweitens gleicht sie sich auch aus. Das heißt, mal läuft der Markt direkt für uns, dann ist der Einstieg bei Ihnen schlechter. Mal läuft der Markt direkt gegen uns, dann kommen Sie günstiger in den Markt quasi rein. So, also wir haben das, es läuft ja schon einige Zeit und die Abweichung ist wirklich minimal. Also hier ist es nicht so, dass wir 13% machen und auf den Follower-Konten, also den Kundenkonten, sind dann nur 3% oder zum Beispiel. Also da technisch ist das Ganze auch über die Jahre extrem gereift. Da gibt es keine wirklichen Probleme. Die einzigen gravierenden Sachen, die mal auftreten, ist dann zum Beispiel, dass Sie vielleicht Ihr Metatrader-Passwort geändert haben und ganz vergessen haben, das Passwort auch auf dem Server zum Beispiel zu ändern. Oder dass Sie aus Versehen auf das falsche X geklickt haben, Sie haben den Metatrader zugemacht. Das sind die Sachen, die für gravierende Änderungen sorgen. Aber ansonsten, wenn das Ganze läuft, sind die Abweichungen wirklich extrem minimal. Und das finde ich sehr, sehr schön, wie das inzwischen einfach über die Zeit auch gereift ist von der Stabilität. So, die Frage, die auf die letzte zielt, robust im Sinne von negativ zueinander korrelierte Systeme, die sich aber in der Performance dennoch ergänzen. Da würde ich am besten vorschlagen, dass Sie uns einfach nochmal kurz über das Kontaktformular anschreiben oder uns einfach eine E-Mail schreiben, um welchen Punkt Sie genau sich für interessieren, dann kann ich das Ganze nochmal an Sie rausschicken lassen. Weil wir haben intern tausende Auswertungen, die ich jetzt hier nicht mitgepackt habe, weil die wirklich zahlentechnisch für manche langweilig sind, für manche extrem spannend sind. Deswegen einfach gerne kurz nochmal uns kontaktieren, dann schicken wir das Ganze nochmal ausführlicher zu, um da auch auf die Details noch mit einzugehen. Aber auch da ganz wichtig natürlich, ne, es ist dann wieder eine Momentumaufnahme und keine Garantie für die Zukunft. Gilt natürlich immer für alles, ne? Das ist klar im Trading. Nur weil wir 2020 108% realisiert haben, heißt das nicht, dass wir es dieses Jahr tun, übernächstes und übernächstes und übernächstes. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen haben wir hier auch die Verluste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verlustphasen hier oben, wo wir den maximalen Drawdown haben von 28%, der schreckt einige ab. Und das finde ich auch gut so. Lieber möchte ich, dass die Trader im Vorfeld sich bewusst sind, was da auf einen zukommt und das lieber im Vorfeld direkt canceln und dann gar nicht probieren. Weil das sind so, ja, man nennt es auch gerne die Glücksritter quasi in dem Bereich, die da hoffen, nur die Rendite mitzunehmen. Ich kenne ja den Einblick bei uns aus dem Support zum Beispiel, wie so die Stimmung zum Beispiel ist. Ich meine, ein Trader, der jetzt 2020 im Januar angefangen hat, vielleicht direkt ein neues Jahr, neue Vorsätze, startet das Konto und macht direkt 20%. Der ist ganz anders gelaunt, ganz anders gestimmt, diese gesamte Sache. Macht danach 1%, 32, 13, 4, 15%. Der hat eine ganz andere Anfangssituation, eine ganz andere Laune zum Beispiel als jemand, der von mir aus im September 2019 startet, erstmal 3% verliert, dann nochmal 6, dann nochmal 8, dann nochmal 9 und sich dann fragt, was habe ich eigentlich gebucht? Das ist ganz wichtig, ne? Wir müssen hier schon etwas Zeit oder auch Geduld mitbringen. Also wir dürfen nicht hoffen, dass wir so starten und sofort mit Geld verdienen. Deswegen haben wir hier diese Zahlen. Und ich sage immer, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen gewagt die Aussage, aber von der Kernaussage stehe ich da voll und ganz hinter. Wenn wir in der Vergangenheit einen maximalen Drawdown haben, zum Beispiel von 28%, dann muss ich auf jeden Fall in Kauf nehmen,
dass ich dieses Ereignis auch in der Zukunft mal wieder erlebe. Also ich verstehe manchmal nicht die Trader zum Beispiel, die dann jetzt starten, 5%, 6%, 7% verlieren und dann direkt aufgeben und sagen, funktioniert ja gar nicht. Weil es ist für mich eine komische Annahme zu sagen, das, was in der Vergangenheit mal aufgetreten ist, wird definitiv nicht mehr in der Zukunft auftreten. Weiß nicht, nur weil ich jetzt am Start bin oder weil ich jetzt damit anfange, ganz, ganz wichtig. Also das ist zum Beispiel der Grund, verkaufstechnisch gar keine Frage, aber darum geht es uns gar nicht im ersten Schritt. Wäre es natürlich schöner, wenn wir die Zahlen irgendwie anders darstellen würden und gar nicht so sehr die Verlustphasen im Vordergrund haben, aber nein, hier ist unser Ziel, die Trader, die Interesse daran haben, die Robosignale starten, dass sie halt einfach jahrelang mit dabei bleiben und die das nicht nur mal ein, zwei Monate getestet haben, sondern die Mehrheit der aktuellen Nutzer von den Robosignalen sind wirklich lange, lange, lange dabei, haben das Vertrauen mit der Zeit dann auch in die Systeme gewonnen. Wo liegt die maximale Marge, die im Referenzkonto zulässig ist? Ich sage mal so, von den Anzahlen der Trades ist es momentan so, dass wir maximal 2 Trades zur gleichen Zeit offen haben. Es gibt ganz, ganz selten Situationen, wo wir mal 3 Systeme zur gleichen Zeit offen haben. Aber wirklich extrem selten. Da muss jeder Markt gerade extrem volatil haben oder viele Bedingungen müssen wahr sein. Von der durchschnittlichen Margin, die genutzt wird, würde ich sagen, sind es von den 5.000 Euro mit dem Standardhebel, den wir halt haben als nicht professioneller Kunde, so um die 2.500 Euro bis 3.000 Euro, die wir da nutzen. So, auch wieder Stand jetzt natürlich, ne? Aber wir werden das System oder das Portfolio nie dahin bringen, dass wir wirklich auf Anschlag 5.000 Euro kommen, weil wir müssen immer mit bedenken, dass wir auch diese 30% mal mit abgeben, dass wir danach dann noch ausreichend Margin haben, also alle, die jetzt mit 5.000 Euro starten, den Drawdown erleben, die sollen auch diese 30% erleiden können, wenn sie es mitmachen und danach auch noch ausreichend Margin haben, um wieder zu starten. Das ist ganz wichtig und wie gesagt, zukünftig werden wir da wirklich nie an die Grenze gehen, weil es ja immer mal wieder vorkommt, dass halt Margin-Anforderungen angepasst werden. Und da möchten wir eigentlich nicht, dass der Stop-Out oder auch bekannt als Margin-Call kommt und dann Positionen geschlossen werden. Klar, kann spontan immer mal vorkommen. Ich meine, denken wir einfach nur an Wirecard. Aber gut, solche Dinge passieren natürlich auch mal. So, kann man Ihre Systeme mit einer persönlichen Risikopräferenz belegen? Ja, das können wir prinzipiell eigentlich nur durch den Multiplikator einstellen. Das heißt, einfaches Beispiel, Sie starten jetzt mit dem Mindestkapital von 5.000 Euro. Da können Sie nicht vom Risiko noch weiter runtergehen. Also Sie können den Multiplikator nur auf 1 einstellen, dann haben Sie genauso dieses Volumen. Was Sie noch machen können, ist das Ganze nochmal weiter zu begrenzen. Ich gehe dafür kurz in den MetaTrader rein, mal den EA auf. Wir haben zum Beispiel hier noch die Möglichkeit, eine maximale Lotgröße einzustellen. Wenn ich also sage, ich will nichts im Konto haben, was irgendwie größer ist als 0,2, dann können wir das auch einstellen. Wir können zum Beispiel auch sagen, ich möchte den Stop-Loss generell festlegen und ich möchte nicht, dass das Referenzkonto irgendeine Position aufmacht mit einem Stop-Loss größer als 300 Einheiten, also 300 Pips, 300 Punkte, was auch immer. Das kann eingestellt werden. Das sind die Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben. Wir können auch sagen, dass wir einzelne Assets nicht handeln wollen. Also wenn ich sage, also DAX will ich überhaupt nicht in meinem Konto haben, dann würde ich hier zum Beispiel einfach das Symbol entfernen und ein anderes eintragen, um das nicht zu handeln. Das geht, aber ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel das hier oben, das Volumen begrenzen, dann machen wir schon ein bisschen das Portfolio, wir rupfen es so ein bisschen auseinander, weil ja, dann sind zum Beispiel die Systeme, die relativ kleine Stop-Loss haben und kleine Gewinne machen, können uns zum Beispiel nicht mehr so viel Power ins Konto bringen, um diese anderen großen Systeme auszugleichen, was wir vorhin so in der Portfolio-Grafik hatten. Das gleiche gilt auch für den Stop-Loss.
großer, oft ein großer Fehler den Fehler begehen, dass sie dann hier zum Beispiel einfach sagen, na gut, ich, also sicher ist sicher, ich trage jetzt hier einfach eine 100 ein. Prinzipiell nicht schlecht die Idee, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir dann manchen Trades auch die Luft zum Atmen nehmen. Das heißt, natürlich, wenn wir hier keine Scalping-Systeme am Start haben, wenn wir welche am Start hätten, dann würden wir da auch nicht auf 2-3 Punkte Take Profit agieren mit einem Stop-Loss von 100. Das ist klar. Aber zum Beispiel bei Trades oder bei Handelssystemen, die halt schon, sagen wir mal so, im Swing-Bereich vielleicht unterwegs sind, die vielleicht 2-3 Tage unterwegs sind, die Position offen haben, die brauchen nun mal ein bisschen Luft zum Atmen. Wenn wir denen die Luft nehmen, dann kann es halt leider sein, dass wir zum Beispiel auf dem Referenzkonto dann 6% gemacht haben und sie haben dann minus 3% gemacht, weil bei ihnen wurde der Stop-Loss gerissen und bei uns hat der Markt dann nochmal gedreht und ist in den Gewinn gelaufen. Das darf man immer nicht vergessen. Also jede kleinste Einstellung kann relativ viel verhindern, aber Sie können das jederzeit frei einstellen. Es muss Ihnen einfach immer nur bewusst sein, was dadurch passiert. Sowohl positiv als auch negativ. Kann natürlich auch positiv sein und Sie nehmen die ganzen großen Verluste nicht mit, weil Sie es selbst begrenzt haben. Das geht natürlich auch. So. Jetzt haben wir alle Fragen durch. Ich zeige gerne nochmal kurz, um zum Ende zu kommen, wie wir an das Ganze nochmal rankommen. Auf unserer Webseite algo-camp.de haben wir hier oben, ich gehe mal direkt auf die Startseite, bekommen wir hier direkt den Slider, da können wir raufklicken auf die Robosignale oder wir klicken zum Beispiel hier oben auf Produkte und dann auf die Robosignale. Viele Wege führen hier auch nach oben und dann sehen wir nochmal die ganzen Details. Wir können uns nochmal die Zahlen angucken von eben, sehen noch ein paar, ja, mal ein Erklärvideo, was nochmal enthalten ist, ein paar Fragen, die nochmal geklärt sind und hier auch die Preistabelle zum Beispiel. Es gibt eigentlich nur ein Produkt. Die Preise unterscheiden sich in der Laufzeit. Das heißt, je länger wir das Paket buchen, desto günstiger wird es. Sage ich also, na, ich bin noch ein bisschen skeptisch, möchte das nur 3 Monate lang mindestens nutzen, dann zahlen wir zum Beispiel 99 Euro im Monat oder wir gehen auf die Mittelvariante und sagen, ich möchte das ein Jahr lang mindestens probieren, dann sind wir schon bei 79 Euro im Monat. Oder wir sagen, wenn schon, dann richtig, nehmen wir das für 69 Euro im Monat und dann sind wir 2 Jahre dabei, um das Ganze zu testen. Das heißt, kurz gesagt, je länger wir dabei sind oder dabei sein möchten, desto günstiger wird das Ganze. Technisch natürlich alles relativ entspannt. Wir wählen hier einfach unser Programm aus, kommen auf unsere Bezahlseite. Hier haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze 1 Jahr oder 2 Jahre im Voraus zu bezahlen. Da kommen wir auch nochmal ein bisschen günstiger, sprich von der Rendite, die wir dann im Idealfall erzielen, bleibt noch ein bisschen mehr Geld über, tragen hier unsere Daten ein, bezahlen das online und dann geht es in der Regel auch schon innerhalb so von 24 Stunden werktags los. Sie bekommen die Zugangsdaten zum Server. Da ist bereits der MetaTrader von FXBet installiert, die Kopiersoftware ist installiert, die Einstellungen sind vorgenommen. Sie müssen also quasi nur noch Ihr Konto einloggen, die Robosignale starten und den Multiplikator, so wie eben gezeigt, einstellen. Und das war es dann auch schon. Also relativ einfach, ohne groß erstmal IT-Kurse belegen zu müssen. Ja, ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, und da bin ich mir sicher, dass die eine oder andere Frage noch kommt, gerne bei uns hier oben auf Kontakt klicken. Wir haben hier das Kontaktformular. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an mail@algocamp.de oder aber Sie klicken unten rechts auf das WhatsApp-Symbol und dann können Sie auch über unseren WhatsApp-Kanal mit uns hier interagieren, Fragen stellen, Fragen klären oder wenn es vielleicht eher Fragen sind für den Broker, was Margin angeht, Kontoeröffnung, dann natürlich gerne an die Kollegen von FXBet gehen, anrufen, schreiben, Kontaktformulare nutzen. Ich glaube, da wissen Sie schon, wie Sie Ihren Berater erreichen. Und ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Zeit und dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, Nelson, oder? Ja, sehr gut. Fand ich auch schön, dass im Chat entsprechend auch aktiv Fragen gestellt wurden. Und natürlich kommt die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich online, sodass man auch alles in Ruhe noch nacharbeiten kann. Und wie du schon gesagt hast, natürlich leiten wir auch gerne Fragen an David, an AlgoCamp weiter. Und wenn es uns betrifft, beantworten wir die natürlich auch sehr gerne.
Das nächste Webinar oder der nächste Termin für diese Reihe steht ja auch schon an. Das wird dann im August sein. Allerdings sehen wir oder hören den David ja schon bereits auch im nächsten Monat da mit dem Thema das 1x1 des automatischen Börsenhandels. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie da entsprechend dann anwesend sind und live dabei sind. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Und bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Trades auf. Und David, du hast sehr, sehr gerne das Schlusswort. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren. Freut mich immer wieder, wenn so viele Trader dabei sind und sich für das Thema automatischer Börsenhandel interessieren. Ja, Nelson hat es gesagt, wenn Fragen da sind, gerne kontaktieren, egal welche Seite, die Frage wird schon mal am richtigen ankommen und die Antwort kommt auch an. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir demnächst voneinander lesen, hören oder einfach beim nächsten Webinar mit dabei sind. In dem Sinne, passen Sie gut auf Ihre Position auf und haben Sie einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.